willkommen, liebe Zuschauer. Wir werfen gemeinsam mit Thomas Bergmann vom Aktionär einen Blick ins Hebeldepot, ins junge Hebeldepot. Es ist die dritte Woche des Hebeldepots. Hi Thomas erstmal. Servus. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen sortieren. Was hat sich einiges getan? Du siehst ja ziemlich viel auf meinem Zettel hier stehen. Letzte Woche war ja nicht so viel geboten im Depot. Sehr übersichtlich. Ja. Jetzt ist es mittlerweile schon gut gefüllt. Es kommt sogar gleich noch eine zweite Seite. Zwischendrin waren auch noch mal Werte drin, die jetzt schon gar nicht mehr dabei sind. Beziehungsweise ja. Einer. Jetzt mal eins nach dem anderen. Bayer ist nicht mehr dabei. Warum? Bayer wurde ausgestoppt. Wurde ausgestoppt, okay. Also punktgenau wieder, wunderbar. Wie es halt immer so läuft. Letzte Woche hatten wir schon Daimler, das ist schon ein vertrauter Wert. Ein Daimler Minilong läuft auch ganz gut. Ja. Wie schätzt du die ganze Sache hier an, Daimler? Ja, für mich, das Unternehmen hat jetzt angekündigt, eben ein Batteriewerk in Polen bauen zu wollen. Wird die Elektrooffensive weiter vorantreiben, finde ich attraktiv bewertet, hohe Dividendenrendite. Ja, ich denke mal, dass wir schon in den Bereich von der 200-Tage-Linie wieder kommen. Und dann wäre der Schein bei etwa 2 Euro und das wäre so das Ziel, was wir mit dem Schein verfolgen. Okay, also auf jeden Fall mutige Sache mit Anblick dieses Charts. Aber ja, wir sehen ja, dass wir eine kleine Bodenbildung hier haben. Ich denke mal, das Schlimmste sollte überwunden sein. Ein weiterer DAX-Wert im Depot, die Aktie der Allianz, sonstiger DAX-Klassiker. Wie läuft's hier? Was habt ihr da genau? Ja, da sind wir sehr gut dabei. Ich denke mal, dass wir jetzt in Kürze, wir hatten ja schon einen Test der 200-Tage-Linie angestrebt, jetzt leicht konsolidiert. Mhm. Ja, wenn wir darüber hinausgehen, denke ich mal, dass wir in den Bereich hier kommen. Allianz hat ein paar Problemchen gemeldet, dass es im Industriegeschäft nicht ganz so rund läuft. Der Finanzvorstand hat vor kurzem gesagt, kleine Enttäuschung wäre das vierte Quartal gewesen. Es gibt Optionen, hier Bereiche zusammenzulegen. Lassen wir uns überraschen, aber das Sachversicherungsgeschäft läuft gut. Denk mal, da sind wir ganz gut dabei. Okay, und auch charttechnisch sieht es ja ganz spannend aus, wenn die 200-Tage-Linie jetzt außer Kraft gesetzt wird, dann ist da ja etwas zur Musik drin, wie man so schön sagt. Sehr. Okay, dann sehr jetzt ist, gucken wir mal, was wir hier als nächstes ein. Genau, S&T. Und jetzt kommen wir mal zu den Werten, die alle neu drin sind. Ja. S&T hatte ich ganz lange Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich kann es noch mal ganz kurz sagen, was die eigentlich machen. Das ist ein IT-Dienstleister, was der jetzt genau fabriziert. Da sind die Kollegen besser informiert. Hauptsache der Chart gefällt. Mir gefällt der Chart. Man hat vorläufige Zahlen gemeldet, die waren sehr gut. Man sieht hier neues Hoch, neues Zwischenhoch. Hier unten, 25% im Plus, sehr schön. Genau, also. So soll es sein. Gutes Timing trotzdem noch gehabt. Mal schauen, wie lange wir den Schein noch laufen lassen. Weil 25%, wir sehen es hier, 18.01. Kaufdatum, jetzt sind wir am, heute ist der 23., glaube ich, in 5 Tagen 25%. Mal schauen, wahrscheinlich warten wir ab, bis wir in den Bereich kommen. Da muss man auch mal sehen, die Aktie kommt von knapp 15, die 200-Tage-Linie verläuft bei 22,50. Das wäre dann schon mal Zeit für eine kleine Konsolidierung. Ja. Also es wird jetzt nicht in dem Maße weitergehen. Okay, aber es läuft ja bislang ganz gut. Alphabet, genau, ist nicht mehr mit dabei, war mal kurzzeitig mit dabei. Ja, was war da die Situation? Ja, wir haben ja die Strategie ein bisschen angepasst. Wir haben gesagt, okay, wir agieren wieder mit Stoppkursen. Wir wurden von vielen Lesern gefragt, wieso setzt ihr keine Stoppkurse, wenn ihr doch im Aktionär immer Stoppkurse predigt. Wir haben deshalb letztes Jahr keine Stoppkurse gesetzt, weil wir sagen, wir sind enger Markt. Und oftmals ist es so, dass die Stoppkurse dann abgeholt werden und es danach steigt. War jetzt bei Bayer so, ist jetzt bei Alphabet so, wir sind ausgestoppt worden, zack, steigt es wieder. Ja, aber wir fahren die Schiene jetzt mit den Stoppkursen, 20%, immer so ungefähr. Und da ist eben Alphabet gleich wieder ausgestoppt worden. Aber dennoch sieht er nicht verkehrt aus. Ich würde wahrscheinlich wieder kaufen. Aber jetzt ist er draußen. Okay. Wenn die 200-Tage-Linie gebrochen wird, kann es sein, dass wir da nochmal reingehen. Okay, also wir lassen es auf jeden Fall mal auf der Watchlist, die ganze Sache. Der WANT-Index, da muss er auch noch ein paar klärende Worte, glaube ich, dazu finden. Genau. Weil das, also ich, W auch für WeiBo, A für Alibaba, N für NetEase und T für Tencent. Also wir sind in China. Wir sind in China. Kollege Weiß hat gemeint, sollte man doch langsam mal einsteigen, weil hier sich eine Bodenbildung abzeichnet. Kam jetzt leider eine kleine Abstufung für WeiBo dazwischen, deswegen ist der Schein ins Minus gerutscht, aber wir haben hier ein Faktorzertifikat, damit es auch für die meisten
Leser dann auch handelbar ist, weil das Problem mit den Steuern in Amerika noch besteht. Deswegen ein Faktor, aber Faktor 2, deswegen moderat. Deswegen sind wir hier nicht ganz so weit im Minus, nachdem der Index doch schon ein paar Punkte verloren hat. Weiterführende Infos zum Index sicherlich auf der Homepage vom Aktionär und auch im Heft. Aber auf jeden Fall mal eine spannende Angelegenheit. Das ist eine spannende Angelegenheit. Nachdem die China-Aktien ja wegen des Handelsstreiks deutlich unter Druck geraten sind, gibt es hier eine Einigung, dann steht der Wand wahrscheinlich bei 120 und nicht mehr bei 96. Okay, ja, das ist spannend. Was haben wir noch? Wirecard, wir gehen mal wieder zurück in den DAX. Die DAX-Aktie des letzten Jahres unter anderem, also das ist ja wie aus dem Lehrbuch, dann ebenfalls konsolidiert und jetzt macht man sich wieder dran, das alles wieder einzuholen. Konsolidiert in dem Bereich von 125, seit 8 Tagen, glaube Kollege Völkel hat gemeint, 8 grüne Kerzen jetzt in Folge, 200-Tage-Linien gebrochen. Ja, bewegt sich sehr gut. Kursziele liegen alle über 200 mittlerweile, glaube ich, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die ein bisschen kritisch sind. Ja. Aber man sieht 40% auch in 5 Tagen. Ist natürlich auch ein Verkaufskandidat, weil in dem Tempo, das wissen wir alle, kann es eigentlich nicht weitergehen. Das sind jetzt mal alles so die bullischen Positionen gewesen. Es gibt auch eine Short-Position, die betrifft HelloFresh. Was ist hier die Fantasie, was ist die Idee? Die Idee war, dass die Aktie hier von 6 Euro auf knapp 9,50 Euro zu schnell zu stark gestiegen ist. Ja. Die Zahlen unseres Erachtens eigentlich nicht rechtfertigen, auch wenn Berenberg sagt 16 Euro Kursziel, wir sehen das nicht so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bestellt hast, so eine Box. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, auch wenn die jetzt 1 Milliarde Umsatz oder 1,2 Milliarden Umsatz machen, Großteil auch durch Zukäufe in Amerika, aber für mich ist das ein Geschäftsmodell, was für mich nicht nachhaltig ist, ich weiß es nicht. Man hat den Verlust reduziert, also man schreibt auch noch keine Gewinne. Das KGV für 2020 liegt bei 40. Die Aktie ist einfach für mich zu teuer und wir haben perfekt das Timing erwischt, am Montag gekauft bei 9,30 Euro, jetzt stehen wir bei 8, der Schein ist fast 40% vorne, kann sein, dass der morgen schon nicht mehr im Depot ist. Okay, also wir werden es aber erst nächste Woche hier vor Ort klären können, aber auf der Homepage, wer sich da einloggen kann, der hat es auf jeden Fall nah dran. Abonnenten können sich da einloggen, genau. Ansonsten sieht es aber jetzt mal wieder ganz schön aus, 3. Woche im Depot, mittlerweile auch sehr gut gefüllt. Ja, man muss ja sagen, wir sind noch relativ unterrepräsentiert, was die Cashquote betrifft, 7.000, da kann man noch ganz viel anstellen, aber es ist ein schwieriges Umfeld, braucht man nicht. Hast du irgendwas auf der Watchlist? Was vielleicht vieles. Kleiner Einblick. Eine Freenet kann gut möglich sein, dass sie ins Depot wandert oder auch eine Fresenius. Ja, wir werden sicherlich was tun, auch im Halbleitersektor. Nach den starken Zahlen kann durchaus was passieren. Aber langsam hin und her macht Taschen leer, oder? Um nochmal kurz so eine Weisheit rauszuhauen. Nee, hin und her nicht. Okay, alles klar. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für den kleinen Einblick ins Depot. Bis nächste Woche. Viel Erfolg. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen.